Ja, hallo, ich bin wieder unterwegs. Es ist der 28. März und seit einer Woche herrscht Kontaktsperre. Aber das Radfahren wurde ausdrücklich erlaubt, also bin ich auch unterwegs. Ja, heute mache ich so eine kleine Bewegungsfahrt. Es herrscht Westwind, also kann ich schön nach Westen fahren. Mal sehen, wie weit es geht. Ich hoffe bis zur Nordsee. Ja, das Wetter ist gerade nicht so doll. Wie man sieht, sieht man nicht weit. Hier hat man sonst eine tolle Aussicht. Aber eigentlich soll es sonnig werden heute und wird es wohl hoffentlich auch, denn dieser Nebelklotz hier, der ist fast nur hier. Der wird sich wohl hoffentlich noch auflösen. Ja, ich hoffe, ihr seid bis jetzt gut durchgekommen. Ich konnte arbeiten, ich war abgelenkt dadurch. Ja, ich hoffe, es geht auch bald, wird bald eingedämmt, dieser Virus, dass wir auch bald wieder alle schön Radfahren können, Reisen machen können. Wahrscheinlich erstmal auch noch eingeschränkt, aber egal, Hauptsache es geht mal langsam wieder weiter. Ja, ich durfte ja arbeiten, dadurch lief die Zeit jetzt doch relativ schnell die letzten 2 Wochen. Ich hoffe, das könnt ihr auch bald mal wieder, dass sich alles so ein bisschen normalisiert. Ja, jetzt werde ich erstmal losfahren gen Westen bei diesem noch grauen Wetter. Also viel Spaß dabei. Ah, schön, die Sonne ist jetzt da, endlich, super. Ja, eine Tour hin sind 65 Kilometer. Ist für einige vielleicht schon ganz schön viel, aber ich werde das ja auch wieder zurückfahren. Also kommen da über 130 Kilometer zusammen. Für mich eigentlich bald ganz normal. Ich werde aber heute auch nichts riskieren, ganz ruhig und sinnig fahren. Nichts riskieren, das ist ja wohl das Beste zurzeit. Ja, es ist relativ frisch. Handschuhe habe ich noch an, aber jetzt ist die Sonne ja da. Dann wird es aber hoffentlich auch bald wärmer. In Schleswig-Holstein entstehen auch immer noch Seen durch den Kiesabbau. Ja, hier soll ein schöner Badestrand entstehen. Das ist auch eine sehr tolle Nachnutzung des Gebietes. Echt klasse. So schön, dass man noch Radfahren darf. Oh, die Kondition ist nämlich da. Ich habe nämlich ordentlich Kilometer geschrubbt im Winter. Heute kommt der 4000. Kilometer. Aber natürlich bei dem Wetter im Winter waren die meisten auf der Rolle indoor. Ja, das Wetter ist ja echt top. Es wird jetzt wieder sonniger, immer klarer und auch wärmer. Wir können ja wohl gleich mal die Handschuhe auch mal ausziehen. Und die ersten 25 Kilometer sind auch schon wieder vorbei. Das fliegt schon wieder alles. Yeah.
So, die Hälfte ist rum. Jetzt mache ich mal eine kleine Pause. Ich gehe es ja heute gemütlich an. Ja, wie man hier sieht. Unsere Bäche hier sind nicht so klar wie woanders. Zurzeit wird auch ziemlich viel Gülle ausgebracht. Ich hoffe, das ist da nicht drin, aber es sieht ganz danach aus. Ich hatte ja mal gesagt, dass ich bald ein neues Fahrrad kriege. Ja, ist ja klar, bei diesen Zeiten wird sich das auch noch alles ein bisschen verzögern, leider. Aber was soll man machen? Da muss ich halt jetzt erstmal warten. Da könnt ihr auch mal sehen, was ich so im Rucksack mit habe. Natürlich jede Menge zu essen, ich werde nicht verhungern. Aber auch unterwegs lade ich immer diese Akkus der GoPro immer auf. Mit einem kleinen Ladegerät und einem Powerbank und noch etlichen Ersatzakkus in der Tüte. Immer gut gerüstet. So, jetzt geht's weiter. Schönstes Wetter, echt top. Kann weitergehen, also jetzt Richtung Westen. Mal sehen, es müssten noch so um die 30 Kilometer sein. Und gleich, das sind nur noch ein paar hundert Meter, denn verlasse ich auch den Kreis Schleswig-Flensburg und komme nach Nordfriesland rein. Jetzt bin ich in der Bargung, habe die B5 überquert, die total leer war. Und jetzt bin ich hier außerhalb, westlich von Bargung. Und da wird auch die Landschaft anders, total flach jetzt, alles frei. Nur knapp noch 20 Kilometer, meist immer gegen den Wind. Man, gut, ihr könnt das hier nicht riechen. Überall frische Landluft. Ja, hier wird ordentlich gedüngt in der Gegend gerade. Boah, ja, ja. We'll be right back.
kann man im Flattern ordentlich Kondition aufbauen. Immer gegen diesen Wind. Ja, man kommt nicht schnell voran. Aber es ist fast wie in den Alpen. Ganz immer mit ordentlich Kraft dagegen ankämpft. So komme ich auch immer. Denn in den Alpen auch die Berge hoch. Jetzt bin ich gleich am Ziel angekommen, jetzt kann ich es verraten. Ich bin gleich am Fähranleger Dagebüll. Ich habe es gleich geschafft, da geht es auch nicht mehr weiter. Die mich jetzt aufhält hier. Da drüben ist Föhr zurzeit nur für Einheimische erreichbar. Ja, wie die Zeiten sich so ändern. Aber hier ist echt pustig. Ich muss mir erstmal eine ruhige Ecke suchen. Ja, hier im Wartehäuschen ist es doch ein bisschen ruhiger. Oh, und ich wünschte da hier. Ja, ein schöner Tag war es heute. Ja, sehr komisch ist das alles, so wie hier, eigentlich mal ein schönes Ziel, aber irgendwie ist es jetzt so eine Geisterstadt jetzt, alle Restaurants zu, alles hat zu. Die Fähren, ja, die laufen zwar noch, da kommt gerade eine, aber Föhr oder die Hallingen da drüben, alles zurzeit nicht erreichbar, alles nur für Einheimische. Ja, es ist alles komische Zeiten, echt, was Schleswig-Holstein, die Urlauber, man muss echt sagen, rausgeschmissen hat, das hätte man nie für möglich gehalten. Aber das sind nur mal Maßnahmen, die sind wichtig. Man sieht es ja heute noch, bis heute sind die Fallzahlen auch noch nicht so richtig runtergegangen. Es ist immer noch auf hohem Niveau, also müssen wir immer noch ein bisschen abwarten. Ja, im Mai hätte ich auch so eine schöne Radreise geplant. Ich hoffe ja noch ein bisschen, aber so viel Zeit ist dahin ja auch nicht mehr. Naja, aber ich habe ja hier in der Gegend auch noch was zu zeigen. Kleine Runden, ein paar Themenwander-Radwege gibt es ja auch noch hier. Ja, sehr, sehr komische Zeiten, aber da müssen wir jetzt durch. Hoffentlich macht dann wenigstens bald mal vielleicht die Grenze wieder zu Dänemark auf oder vielleicht auch hier in Deutschland Campingplätze oder Hotels oder so, dass man hier wenigstens innerhalb von Deutschland was machen kann. Ja, ich hoffe, es hat dann heute gefallen. Ich werde dann jetzt auch zurückfahren. Das wird ungefähr dieselbe Strecke sein, die brauche ich Ihnen nicht nochmal zeigen. War ein schöner Tag, eigentlich ist es auch immer wieder ein Ziel. Jedes Jahr mindestens einmal, manchmal auch mehrmals. 130 Kilometer werden heute zusammenkommen, eigentlich für mich eigentlich ziemlich normal, eine normale Strecke. Ja, der Wind ist doch ganz schön doll heute, hat er wieder schön trainiert für die Berge, die ich hoffe ich dieses Jahr noch sehen kann, aber da muss man ja noch abwarten. Ja, dann, ich hoffe, es hat dann heute gefallen. Danke fürs Anschauen und bleibt gesund. Moin, moin.